Also ihn am besten in Watte packen. Stefan Riederer trägt heute die Kapitänsbinde, ist die Vertretung vom verletzten Jonas Hummels. Die Binde hoffentlich kein schlechtes Omen für Hachings Torhüter. Heiko Herrlich hat mit seiner offenen Art den Spaß in den Sportpark zurückgebracht. In Unterhaching wächst eine junge Mannschaft mit großer Perspektive heran. Die Hachinger in den roten Trikots mit selbstbewusstem Beginn. Schwabel mit der Flanke. Dann holt sich Aftic die Kugel. Und der sofortige Abschluss. Marcel Aftic, auch heute rechts im Mittelfeld, setzt da sofort nach, wird mit dem Ballgewinn belohnt. Erstes Ausrufezeichen der Gastgeber. Gerd Deiss, Sandhausens Trainer, auch er setzt vermehrt auf die Jugend. Trotzdem hat seine Mannschaft viel Profi-Erfahrung. Sein Torjäger Regis Dorn hat seinen Platz aber derzeit nur auf der Bank. Die junge Hachinger Mannschaft ist tonangebend, Sandhausen sehr zögerlich. Thiel, Bigalke, wieder Thiel, auf Djunic, nicht im Abseits. Warum schließt er nicht ab? Dann wieder Bigalke, nochmal Djunic. 1-0 Haching, 12. Minute. Mio Djunic im zweiten Anlauf, sein zweites Saisontor in der Liga. Die Hachinger ungemein ballsicher mit guten Ideen und eigentlich ist die Torchance schon vorbei. Djunic verdattelt da den Ball. Aber dann Bigalke mit diesem feinen Heber und Djunic zögert diesmal nicht. Hachings Torjäger lebt bewusster, verzichtet auf Partys, konzentriert sich komplett auf Fußball und das zahlt sich aus. Sandhausen nach einer chaotischen letzten Saison wieder auf stabilem Kurs, dann auch mal in Hachings Hälfte. Dannenberg mit diesem feinen Pass auf Löning und der macht den Ausgleich praktisch im Gegenzug 1:1, nur 2 Minuten später. Klibo, Zweikampfsieger gegen Sternisko im Mittelfeld. Und dann hat Dannenberg viel Zeit für diesen Zuckerpass in die Nahtstelle der Hachinger Viererkette. Zudem steht Stegmeier ungünstig und kommt zu spät. Keine Chance für Stefan Riederer, bis dato ohne Ballberührung. Trotzdem, Hachings Ersatzkapitän sorgt gleich mal für Aufmunterung. Wie steckt Heiko Herrlichs Truppe diesen schnellen Ausgleich weg? Zunächst haben die Gäste Gefallen am Offensivspiel gefunden. Wieder Dannenberg, Sandhausens Aktivposten, viel Raum für ihn. Dann Halfer, Rohacker kommt zu spät. Die Abstimmung in Hachings Hintermannschaft, in der wieder Alexander Winkler für den verletzten Kapitän Jonas Hummels verteidigt, noch nicht optimal. Erneut ein Ball da hinein, wo es jeder Viererkette wehtut. Ein Blick auf Hachings Bank und da ist einer zurück. Michael Fitztum nach langer Verletzungspause wieder im Kader. Die Gastgeber haben den Anfangsschwung ein wenig verloren. Sandhausen kommt ins Spiel. Ecke Ulm, Glibo und Schulz 1:2 nach einer halben Stunde. Sandhausens Kopfballungeheuer hat wieder zugeschlagen. Schulzes drittes Saisontor und zum dritten Mal trifft er per Kopf. Aber das Tor ist eine Ansammlung von Hachinger Fehlverhalten. Fast unbedrängt die Kopfballstaffette der Gäste und auch Riederer kommt viel, viel zu spät. Sandhausen spielt jetzt die gesamte Erfahrung aus. Direktes Spiel. Blum. Klasse Parade Riederer. Seine Geduld hat sich ausgezahlt. Vom mehrjährigen Backup zur Nummer 1 hat bis dahin allerdings nur wenig Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen. Dann Freistoß auf der Gegenseite. Freistoß für Unterhaching. Stegmeier steht da bereit. Ishtonat. Und dann Aftic. Viel gelingt nicht in dieser Phase bei Herrlichs Jungspunde. Sandhausen-Torhüter bekommt da gerade noch die rechte Hand hoch.
kein einfacher Ball für einen Torhüter. Sandhausen führt zur Halbzeit mit 1:2 und vielleicht ist es eine gute Nachricht oder ein kleiner Trost. Stefan Riederer ist bis dahin verletzungsfrei geblieben. Wenig Besuch allerdings im Sportpark heute, nur 1.650 Zuschauer. Diese Hachinger Truppe hätte wesentlich mehr verdient. Die zweite Hälfte. Hachings Thiel mit diesem Fehlpass. Sandhausen kontert schnell über die Außen. Rohacker und Schwabel. Es ist eine junge Hachinger Mannschaft, die natürlich Fehler macht und bei Heiko Herrlich machen darf. Aber so ein Ball ohne Bedrängnis darf einfach nicht passieren. Schwabel klärt am Ende auf sicher. Heiko Herrlich mit sorgenvollem Gesicht. Seine Bubi-Truppe kommt nach großem Anfangsschwung einfach nicht mehr in die Gänge. Ecke Sandhausen. Dann Löning, der Kapitän. Riederer ist schnell unten. Verhindert reaktionsschnell das 1:3. Fast alle Kopfballduelle gewinnen die Gäste. Und immer wieder wird es dann gefährlich. Riederer kann sich auszeichnen. Haching ackert, will sich in die Partie zurückkämpfen. Bigalke mit der Vorlage, dann Niederlechner. Kein Abseits, aber eine Riesenchance für den Sturmpartner von Tunic. Frei und unbedrängt, 2 Meter vor dem Tor, sagen wir mal, durchaus machbar dieser Ball. Stefan Riederer kann nur von hinten zuschauen, aber seine Mannen nehmen in dieser Phase endlich wieder am kreativen Spiel teil. Bigalke, technisch sehr versiert. Dann Thiel, direkt gespielt, wieder Niederlechner. Niederlechner, Endstation Eschenatz. Die Hachinger Spieler sind äußerst wissbegierig, saugen alle Infos auf wie ein Schwamm und können mit dem Ball umgehen. Diese Hachinger Mannschaft macht richtig Spaß. Lediglich die Chancenverwertung lässt heute ein wenig zu wünschen übrig. Dann erneut ein ruhender Ball Haching. Thiel und Stegmeier in der Warteposition. Stegmeier. Bigalke, Tunic, Ischonat, Ziegler mit dem Kopf und der Ball ist im Tor. Patrick Ziegler, der Torschütze, Ausgleich 2:2 in der 67. Minute. Dieser Freistoß ist einstudiert und klasse zu Ende gespielt und der Ball ist eindeutig hinter der Linie. Keine Reklamationen seitens der Gäste, warum auch? Der Ausgleich ist mehr als verdient, weil Haching nie aufgesteckt hat. Das 2:2 setzt Kräfte frei. Aftic und Niederlechner. Wieder nichts. Er hat einfach kein Glück heute. Sandhausen paralysiert unter Haching mittendrin in ihrer Sturm- und Drangphase. Schwabel. Wieder Niederlechner, wieder ohne Erfolgserlebnis. Aber erneut super herausgespielt. Der Führungstreffer für Haching liegt in der Luft. Für Haching gibt es jetzt kein Halten mehr. Stegmeier am ersten vorbei. Dann der Strich. Eschonat hält für Sandhausen das 2:2 fest. Deiß musste lange bangen um den einen Punkt und Herrlich hätte gerne deren 3 gehabt. Unter Haching ganz nah dran am Sieg. Ein bisschen ärgern darf erlaubt sein, aber diese Mannschaft hat auch heute ganz Großes geleistet. Ja, wir sind früh in Führung gegangen. Das hat die Mannschaft vielleicht nicht gut getan. Da hat sie gedacht, das geht alles so von alleine weiter. Wir haben darauf hingewiesen, dass sie bei Standardsituationen sehr stark sind. Und postwendend da lag man hinten. Aber dann muss ich meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, weil sie dann trotzdem klar und ruhig weitergespielt hat, immer weiter versucht,
Chancen, sich rauszuspielen. Und letztendlich ist das Tor nach einer Standardsituation passiert, aber wir hätten das Spiel auch gewinnen können. Die Binde für Stefan Riederer heute keine Bürde, zwei Gegentore zwar, aber verletzungsfrei geblieben. Ja, der Mythos ging ja vorher schon rum, dass es ein bisschen gefährlich war. Wir wollten auch mit dem Betreuer aushandeln, dass er vielleicht eine neue Binde besorgt. Ich muss mal schauen, wie er die nächste Woche darauf reagiert, ob wir eine neue kriegen oder nicht. Neu oder nicht, eines ist Fakt. Unterhaching bleibt weiter ungeschlagen, auch wenn heute ein Sieg verdient gewesen wäre.